Ja, ihr seht hier richtig. Es geschieht. Es passiert wirklich. Wir starten durch. Das Kenshi Let's Play. In dem Sinne, herzlich willkommen. Ich heiße natürlich wie immer dieser P und euch zum anderen herzlich willkommen. Heute sogar zweimal. Ja, ist ganz ungewohnt. Ist auch ein ungewohntes Format. Ich muss sagen, ich bin seit langer Zeit mal wieder ein bisschen aufgeregt vor einem, ja, vor einem Video, also vor dem Dreh eines Videos, weil das schon geil wird, ja. Ich freue mich jetzt schon eine ganze Weile drauf. Ich habe die letzten 2 Wochen ein bisschen gekränkelt, ja. Deswegen dachte ich mir, nee, komm, wenn ich jetzt die ganze Zeit am Rumrotzen bin und so, ist nicht so cool. In dem Sinne sind wir heute down. Wir gehen hier gleich mal die Mods durch, welche ich anhaben werde. Und zwar einmal Let's Talk und die Dark UI. Die Dark UI ist rein kosmetisch. Ihr kennt die spätestens aus den letzten paar Videos von meinem Kanal. Ja, ist einfach eine dunkle UI fürs Game, die generell ein bisschen cooler ist, ein bisschen übersichtlicher, wie ich finde, und sehr viel kontrastreicher. Ja, auf die habe ich natürlich Bock. Und Let's Talk ist auch was, was das Spielgeschehen an und für sich überhaupt nicht verändert. Das Einzige, was das macht, ist quasi, okay, ihr reist irgendwo rum, ihr habt verschiedene Charakter irgendwann bei euch in der Sippe und entsprechend wissen die verschiedene Dinge über verschiedene Gegebenheiten, Fraktionsverhältnisse oder sonst was über die Kenshi-Welt. Und das werden die einmal sagen, wenn ihr an Ort XY kommt oder auf Person XY trefft, ja, und dann nie wieder. Und diese Mod sagt quasi, okay, nee, die werden das häufiger sagen. Also die werden das wieder und wieder sagen. Was ich relativ wichtig finde, da mir sowas einfach ab und zu auch schon entgangen ist. Ja, da merkst du irgendwie so, ah, die reden gerade. Zoomst ein bisschen rein, um das zu lesen, was die Schrift nicht größer macht. Ja, ist immer so ein kleiner Irrtum, bei dem ich mich dann gerne selbst erwische, dass es eigentlich nichts bringt. Ich hätte einfach gleich lesen sollen und nicht erst reinzoomen. Und dann ist der Satz schon rum und ihr habt quasi gar nichts mitbekommen. Finde ich ein bisschen schade, deswegen habe ich das jetzt drin. Wie gesagt, ändert ja nichts am Gameplay entsprechend. Okay, und rein. Es kann gut sein, ich habe bei Kenshi immer das Problem, vielleicht hat das jemand von euch auch, weiß da eine coole Lösung, ja, eine Lösung für die Ewigkeit. Ich muss eigentlich immer einmal aus dem Game raustappen, damit es die richtige Anzeige übernimmt, beziehungsweise die richtige Auflösung an den Tag legt. Ja. Wir gehen hier ganz klar mit einem neuen Spiel rein. Ja. Das war ja der Deal. Und ich würde schon sagen, wir wollen es sehr hart. Ja. Also alles, was hier irgendwie normal ist oder so. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Normal. Ja, normal ist auf meinem Kanal ja gar nichts. In dem Sinne würde ich sagen, ja, umherstreifender Händler, heiliges Schwert, dodgy, klingt schon mal dodgy, würde ich sagen. Ja, die Kannibalenjäger. Ich bereue wirklich, mich ins Territorium der Kannibalen begeben zu haben. Das war eine dumme Idee. Ja, kann man so sagen. Warnung, du wirst sofort zu Spielbeginn angegriffen, nicht für den ersten Spieldurchlauf empfohlen. Ja, und die werden dich dann natürlich auch. Ja, das ist schon irre eigentlich. Ja. Könnte man im Hinterkopf behalten. Hier haben wir Hart, der Ausgestoßene des Schwarms. Ja, okay, ja, wir wurden aus unserem Schwarm vertrieben und ohne Nahrung oder Ausrüstung in die Wildnis geschickt, ja, weil du deine Königin nicht genug geliebt hast. Ja, ganz klare Sache. Wenn du nicht durch Pheromonentzug oder Schnabeldinger den Tod findest, wirst du versuchen müssen, deinen Platz innerhalb der verrückten Zivilisationen der Menschen zu finden. Schon immer Bock auf Schwarm. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich eine also Schwarm als Rasse für den ersten Charakter spielen werde, aber. Was gibt's noch? Na, normal, Sohn eines Hauptmanns. Nee, mach mal nicht. Hard, okay, die Sklaven. Du bist nur ein weiterer Sklave. Ja, das klingt irgendwie so casual. Hinweis, gehe sofort in einen Käfig, um einer Tracht Prügel zu entgehen. Okay. Ja, könnte man machen. Was haben wir noch? Tiefpunkt. Das klingt doch, ne? Tiefpunkt. Du hast den absoluten Tiefpunkt erreicht. Du bist alleine, unbewaffnet, nackt und hungrig. Ja, okay, wir sind nackt. Das liebe ich schon mal als ein Pluspunkt. Ja. Du befindest dich mitten in einer rauen Wüste, in der es von Sklavenhaltern nur so wimmelt. Und du hast gerade einen Arm verloren. Viel Glück. Würde ich sagen, let's go. Ja, hier bei den weiteren Optionen, ich habe es in meinem Guide zum Durchstarten in Kenshi mal erwähnt. Ich würde da nichts ändern. Man kann das schon machen. Ich finde, es geht sehr nah an Cheat Game hier was zu ändern. Ihr wisst Bescheid. In dem Sinne würde ich sagen, wir lassen das Default, ja, schön Vanilla und hit and play. Ich liebe die Artworks, ich liebe sie schon immer und die Tipps hier unten immer außerordentlich wichtig. Ja. Einige davon gibt es so in versprachlichter Form natürlich auch in meinen Videos. Ich habe es schon gesagt,
Hier bei der Rassenwahl, ich tendiere stark zum Schwarm und guck mal, ich glaube, ich muss echt einmal tabben, weil. So, ich hoffe, das hat geklappt. Ich muss mir hier schnell anzeigen lassen, nicht, dass da was. Ja, doch, das sieht gut aus hier. Genau, so wollen wir das. Und jetzt sind wir wieder da. Alles klar. Auf Schwarm hätte ich auf jeden Fall Bock. Nackter Kerl finde ich auch einen erstaunlich sympathischen Namen, muss ich sagen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich den ändere. Und wir haben hier, ich habe es in einem anderen Video schon mal erklärt, Athletik und Schleichen mit drin, was nice ist. Und auch die Zähigkeit für den Anfang extrem cool, wie ich finde. Knackt Schloss kann schon cool sein. Ja. Attentat fände ich noch nice. Ist hier jetzt nicht mit drin. Erste Hilfe, sehr wichtig für den Anfang. Boah, ich hab ganz vergessen, wie die Musik in Kenshi ist. Traurig auf jeden Fall. So ein bisschen, Junge, Junge, das Leben endet. So in der Art. Ich mache mir das mal ein bisschen lauter. Das ist über die Kopfhörer. Ruhig mal auf 100 ziehen hier. Ist an den Boxen dafür leiser. Keine Sorge, ich fetze mir hier nicht die Ohren weg. Ich achte stark auf meine Ohrgesundheit. Ich würde sagen, wir machen hier so ein bisschen Rambazamba, oder? Ja, ein drittes Kerlchen soll das werden, aber ich habe Bock auf jemanden, der so ein richtiger Niemand ist. Ja, Mann, so sehen wir aus wie ein Bumerang. Nee, finde ich so schon besser. Ja? Finde es auch cool, dass wir jetzt nur einen Arm haben. Schon nice. Ja? Wird sich einiges Witziges ergeben, da bin ich mir sicher. So werden wir ein S für Sandy. Ich will's adrett. Ja, soll schon Beinlänge her, bis ein ganz kurzer, kleiner Zwuckel. Ja, Schultern vielleicht doch. Ja, komm. Komm, breite Schultern gönnen wir ihm, aber dafür lauchige Arme. Ja, ganz klar. Soll er nicht zu bedrohlich aussehen, sonst kriegt er selber noch Angst. Große Hände, ja, mit denen wird er später ordentlich zuprügeln. Huhu, war das ein Spoiler? Who knows? Ja, ich weiß noch nicht, mit welchen Waffen ich reingehen werde. Bullshit. Es wird sich alles Ja, komm. Wird hier ein Pfeil. Kennt ihr Pfeilfrösche? Ich bin mir nicht sicher. Die heißen, glaube ich, nicht so. Also es geht nicht um Pfeilgiftfrösche, keine Sorge, der Name wäre mir durchaus gewahr. Es gibt so einen Teichfrosch, der wirklich genau die Form eines Pfeils hat. Den finde ich ziemlich dope, ja. Also hatte ich früher bei uns am Teich ab und zu einen da. War schon cool. Ja, komm, so. Richtige Terminator-Brust. Ja, ordentliche Oberschenkel, ganz klar. Füße hat er eh nicht. Beim Gesicht, ja, da bin ich mir Stick People Head. Stick People. Geil, ja. Will ich schon reingehen, ja? Wir haben ordentlich was in der Birne und das werden unsere Gegner auch erleben. Ein ganz dünner, fragiler Hals, aber groß muss er sein, ja. Augengröße, wir brauchen richtig Vision. Das fühle ich. Augenbreite. Ah, so, ja, wir sind schon Predator. So wären wir eher ein Fluchttier. Ja, gucken nach links und rechts, wie es Fluchttiere eben so machen. Aber wir wollen nach vorne gucken. Ja. Mit dem Blick nach vorne gehen wir zuversichtlich in dieses Let's Play rein. Augenhöhe, na, sieht halt schon witzig aus, oder? Mundbreite, guck mal hier, sehen wir aus wie so eine Kokosnuss oder so. Die erinnern mich irgendwie immer ein bisschen an Giraffen. Ich mag Giraffen gerne. Nee, Antenne, die muss schon lang sein. Ja. Wer hat nicht gerne eine lange Antenne? Vergesst, was ich gesagt habe. Hörner finde ich nicht so dope immer irgendwie. Weiß nicht, die habe ich dann lieber hier so als kleine rudimentäre Überbleibsel, ja, wie zum Beispiel unser Steißbein oder dergleichen. Kieferbreite. Ja, komm, der braucht schon, brauchen wir einen großen Mund, um auch ordentlich was zu essen. Aber nicht so einen kranken Überbiss. Machen wir hier Flatface, ganz klar. Okay, nackter Kerl, come on. Das ist quite a name, oder? Also ich würde sagen, nackter Kerl finde ich schon gut. Ja. Sind wir nackt und jung? Und starten durch. Alter, ich bin so hyped, Mann. Ich habe mich da jetzt Wochen drauf gefreut. Ja? Mindestens seit ich weiß, dass ich das machen will. Ich würde sagen, was machen wir für den Anfang? Wir lassen erstmal das Game ein bisschen laden. Ihr seht hier, muss gerade alles laden und so. Es wird auch bestimmt gleich nochmal ein bisschen weiter buffern. Das ist aber okay. Wir machen hier die Aufgaben und den Fernkampf raus, hauen das Schleichen an, zoomen raus to the very far extent, ja, soweit es eben geht, und schauen erstmal, was hier abgeht. Da erblicke ich doch direkt Skimmer. Ja, und ich meine da eine Blutlache zu sehen. Oder es ist der Schatten. Es ist der Schatten. Okay,
Direkt in unserer Nähe ist nichts. Die Skimmer, sind die eigentlich schnell? Wie schnell sind die? 16 km/h. Und wir? Ja, würden uns also auf jeden Fall einholen und abschlachten. Gehen wir nicht ein, das Risiko. Ich würde gerne, sehr, sehr gerne, am Anfang gleich das Sneaken hochziehen. Und zwar das Krach. Da hinten sind nochmal Schweber. Ja, die Frage ist, was die machen. Ich würde sie schon gerne im Auge behalten, weil an und für sich ist natürlich ein wildes Tier, das generell alles angreift. Da läuft noch eine Gruppe und hier. Und hier natürlich. Da ist noch ein Skimmer. Ja, ist immer, man kriegt da ein Auge irgendwann. Ja, ordentlich Vision, habe ich auch gesagt, hier mit den Glubschern. Oh, ist das ein süßes Bild. Oh nein, das ist ja random, in welcher Position eure Charakter da unten abgelichtet werden. Das finde ich nice, oder? Ja, ein richtig süßer Boy eigentlich. Ja? So, was läuft denn hier rum? Ja, an und für sich. Was war das hier? Stadtheld. Ja, Liga der vereinten Helden. Das klingt eigentlich voll cool. Hä, ich will in die Liga der Helden. Aber vor allem will ich meinen Sneak Perk hochziehen. Ja? Ich würde auch sagen, wir hauen hier mal ein bisschen an. Ich habe ja gerade vorher erklären wollen, der Sneak Perk ist mir extrem wichtig. Ja? Ich will so schnell wie möglich in den Ninja Run, da man sich dann einfach die meisten Gefechte aussuchen kann. Und das halte ich für außerordentlich wichtig. Ich will jetzt gleich auch mal hier mir die Heldenliga angucken, weil ich kann mich nicht entsinnen, diese Fraktion jemals. Alter, die sind ja dope. In Gelb. Das heißt, einer von denen kann safe was einfärben. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber einzelne Charakter können Sachen einfärben, ja. Das heißt, wenn ihr quasi ein Rüstungsteil habt, nicht alle Rüstungsteile, also nicht auf alle Rüstungsteile könnt ihr eine Farbe applyen, findet aber im Wiki bestimmt eine Liste dazu. Ich kann sie sonst auch mal in die Videobeschreibung packen. Und dann könnt ihr zu verschiedenen Leuten gehen, ja, und quasi einfach, wenn die bewusstlos sind oder so, denen kurz eure Rüstung ins Inventar geben und danach wieder klauen und dann ist die eben gefärbt. Also hier wäre es jetzt ziemlich safe, eben den ihr gelb seht, ja, das ist eine unique Farbe, das checkt man ja gleich, weil ich meine, die hier haben es normal an. Das heißt, hier so einer Person jetzt irgendwas zu geben, wäre es sehr likely, dass sie es dann entsprechend einfärbt. Ja. Kann, finde ich, ganz cool sein, wenn man irgendwie so, weiß nicht, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal Warhammer 40.000 oder so gespielt hat oder andere entsprechende Tabletop-Games, ja, die sehr kreativ sind. Da hatte ich die Orks gespielt und da war es natürlich auch wichtig, dass mein Clan irgendwie einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Ja. Da brauchst du schon irgendwie einheitliche Farben oder dergleichen. Ja, finde ich ganz cool, wenn man das hat. Und ich finde, das ist was, was in Kenshi eigentlich fehlt. Außer natürlich, ihr rekrutiert eine Person, die das kann. Ich glaube, ich habe in meinen Videos, die ihr jetzt so jüngst alle gesehen habt, habe ich Blau drin und Rot. Ich weiß aber nicht mehr, wer das macht. Aber auf jeden Fall habe ich Blau und Rot. Wir brauchen dringend was zu essen. Das wäre nice. Hier wird auf jeden Fall gerade jemand verprügelt. Das ist auch gut. Können wir uns da vielleicht nachher. Da werden wir verprügelt. Wir wollen aber nicht verprügelt werden. Das ist ganz schlecht. Oh nein. Ja, das war jetzt stupid. Gar nicht mitbekommen, dass wir nicht mehr im Schleichen sind. Das könnte schon easy unser Tod sein. Was machen wir jetzt? Wir müssten die eigentlich fast darüber lenken. Oh Mann, war ich gerade unaufmerksam. Okay, ja, komm. Kriegt mich nicht. Wir rennen hier durch und ihr bleibt da bitte irgendwo stehen, genau, und lasst von mir ab. Ich bin gar nicht so wichtig, ich bin hier nur so ein Boy, der so sein sneakendes Business. Oh ja, Garus, mit denen würde ich so gerne mal durch die Lande galoppieren. Guckt sie euch doch an. Wie sie striden, oder? Okay, jetzt gibt es hier aber einige Leichnämer bzw. Bewusstlose. Da holen wir uns gleich mal ein bisschen Equipment zusammen. Im Sterben ist sehr gut, der wird also nicht aufwachen. Da können wir also hingehen. Und ich würde sagen, hier rennen wir schnell hin, weil die sind gut abgelenkt, alle um uns rum. Und ich will nicht, dass die nachher da runterkommen, um zu aiden und wir dann da noch zugegen sind. Ja, das wäre natürlich schlecht. Geil, direkt was mit 4 auf Kampfkunst nehmen wir mit. Und ein Knüppel ist sehr gut, denn den können wir auch führen. Wir haben ja nur einen Arm. Entsprechend wäre jetzt ein Stab oder sowas eher blöd gewesen. Eine Kopfbedeckung wäre noch dope. Irgendwas mit ein bisschen Sandstürme. Komm, habt ihr ja alle keinen Hut. Wie kann man so unvorbereitet in der Wüste umherziehen? Ja, das haben sie aber auch verdient, hier zu sterben, ohne Witz. Der hätte schon mal einen Crossbow dabei. Ich weiß gar nicht, ob man den einhändig führen kann. Hier könnten wir uns ein gelbes Oberteil abholen. Verdammt, wäre das cool. Oder? Kann man uns hier irgendwo anders noch eins abholen? Die legen sich echt mit den Garus an. Das ist auch sehr dumm, muss ich sagen, oder?
Wir könnten schon probieren, ob wir uns das hier schnappen können. Die sind halt schon pff, 50er Stats, voll zugedefft. Dann noch mit Katana, also safe wird der uns stunlocken, das kracht, da kommt Hit nach Hit, so schnell kommen wir gar nicht aus dem Rumpeln raus. Gehen wir mal ran. Probieren wir es mal, oder? Einfach Glück haben jetzt und uns schön unser gelbes Oberteilchen abholen. Das wär schon pretty neat, würde ich sagen, oder? Da hätte ich schon Bock drauf. Müssen wir hier echt im Auge behalten, wann die erwachen. Im Sterben ist gut, im Sterben ist gut. Bewusstlos 148 ist quite a long time. Okay, die sind alle ganz gut verprügelt worden, ja. Die haben ja auch teilweise das Böse von uns abgewendet. Und der hat 153. Der wird jetzt natürlich gerade in unsere Richtung laufen, was schlecht ist. Die sind sehr strong. Entsprechend werden die uns gut bemerken beim Sneaken. Warum kann ich mich denn heilen? Ah, ich habe einen Hit bekommen. Immerhin verschlechtert sich das nicht. Das ist sehr gut. Er hätte mit dem Pfeil nach unten, müssen wir straight was dagegen machen. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Die sahen jetzt gerade aus wie Knochenhunde. Wir brauchen mal irgendein Tier. Liegt hier irgendwo ein totes Tier? Wir brauchen Fleisch. Ist ja auch noch wichtig. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ich weiß, es ist sehr dumm, jetzt hier hinzugehen wegen einem gelben T-Shirt. Ja? Aber es wäre halt ein gelbes T-Shirt, Mann. Da hätte ich schon Bock drauf, muss ich einfach sagen jetzt hier. So, komm, das kriegen wir hin. Na, alles gut im Blick. Hier steht nichts auf, hier ist nichts am Arsch. So, das ist nämlich gefärbt. Ziemlich safe. Oh yeah. Oh yeah. Nehmen wir mit, können wir das anziehen? Neat. Junge, so quer im Gesicht einfach, übers Auge drüber, Wayne. Nehmen wir so mit. Ich würde fast die Rüstung noch mitnehmen. Ich bin so ein Keck. Ich kann das Hemd ja nicht mal anziehen. Ich riskiere hier mein Leben und kann es nicht mal equippen. Alter, was bin ich denn für ein Lauch? Komm, färb das gelb. Hat das jetzt gefärbt? Hat er nicht. Okay. Vergesst alles, was ich jemals gesagt habe über. Oh ja, ein gelbes T-Shirt. Ja, ziemlich cool, Alter. Ja, es war ziemlich uncool, was ich hier gerade abgezogen habe. Um nicht gar zu sagen, richtig, richtig schlecht. Hier wird jemand versklavt. Ah. Du wirst als Sklave sterben, du wirst einen guten Sklave abgeben. Ja, wenn man als Sklave stirbt, ist das also gleichbedeutend mit ein guter Sklave sein. Halte ich eigentlich fast für eine Kontradiktion. Wollen wir jetzt hier aber nicht näher drauf eingehen. Ja. Ah! Geht doch weg! Okay, der rennt, glaubt, da hoch zu seiner Gang. Sind das, sag mal, ist das eine Karawane? Das wäre perfekt. Ja, wir haben zwar keinen Cash, aber wir laufen in den ihrem Schutze. Wir schleichen in den ihrem Schutze. Guckt mal, die haben absolut kein Pace. Können wir hier schön mit denen ein bisschen rumsneaken. Jetzt aber mal noch was ganz Wichtiges, genau. Ich wollte mal noch angemerkt haben, ich bin mir noch gar nicht sicher, wo ich siedeln will. Ich siedle generell sehr gerne in der Mitte. Ja, wisst Bescheid. Normalerweise bin ich hier in den ganzen Videos, die ihr kennt und liebt. Und finde ich ganz cool, wenn man halt relativ schnell überall hinkommen kann. Ich hätte aber absolut nichts dagegen, dieser Gewohnheit einmal zu entsagen und irgendwie hier zu siedeln oder da oder hier oben, Leviathan Bay, weiß nicht, weil irgendwas so in der Art fände ich cool. Ich muss auch sagen, ich würde gerne schnell aus dieser Wüste hier raus, weil uns hier halt alles versklavt, obwohl das hingegen auch wieder die Versicherung wäre, wenn wir verprügelt werden, nicht straight zu sterben. Ja. Ich würde aber sehr gerne eigentlich, boah, ist echt schwierig, mir den Weg durchkämpfen und irgendwo mal ein bisschen Kupfer grinden, wo wir willkommen sind. Ja, das heißt, wir müssten fast so hier runter, ja, Südschwarm. Ist schon ein Stück. Halte ich für unwahrscheinlich, da so runterzukommen, zumindest ohne den Ninja Run. Ja, deswegen würde ich sagen, wir gucken hier weiter, dass wir schön unser Schleichen hoch boosten. Ihr seht, das geht hier ordentlich ab. Weshalb wir da schön mit denen ein bisschen mitgehen. Die bieten uns auch Schutz. Ja, haben da zwei süße Ziegen dabei. Guck mal hier. Oh nein, wie jung. Ja, was haben wir hier? Können wir das nicht angucken? Folgt Anführer, bla bla bla. Welpe, ja, alter Welpe. Oh, die kann nichts. Die könnte sogar ich verprügeln. Schaut mal, wie süß die ist. Oh nein. Kann ich auf die ein Attentat ausüben eigentlich? Leider nein. Während ihr könnte ich es wahrscheinlich tatsächlich jetzt schon trainieren. So, komm, dann gehen wir schön mit.
Wir halten trotzdem alles im Auge. Oh ja, oh ja. Ein Skimmer wäre nice. Haut den Skimmer weg, bitte. Da könnten wir uns ein bisschen Fleisch abholen, schau mal. Das ist denen ja voll egal, aber ich glaube, mich würden die halt angreifen. Die Händler nicht, aber mich schon. Ah, da kann ich jetzt nicht weiter mitgehen eigentlich. Müsste ich schon drum rumlaufen hier irgendwie im Schutze der Düne. Aber ich würde gerne von dem Skimmer das Fleisch mitnehmen. Es wäre schon. Oh no. Haben die mich bemerkt? Die könnten mich eigentlich niemals nicht bemerkt haben. Samurai. Eingezogener? Eingezogener? Also ich kenne das Wort, aber es macht irgendwie eingezogener. Ist der. Wohnt der jetzt hier? Zeichnet das den aus? Bin ich auch ein Eingezogener, weil ich hier in meiner Wohnung wohne? Ja. Ja, genau. Ich bin gar nicht da. Mich gibt's nicht. Mich gibt's nicht. Ha, die kriegen uns nie. Pisser. Na, schaut mal. Gut, was sind denn das jetzt hier für Zeitgenossen? Ah, das sind die Nomaden. Ja, cool. Mit denen habe ich ja keinen Beef eigentlich. Mit denen hier bin ich mir sehr sicher, dass die Beef mit mir hätten. Menschenjäger, ja. Bin ja kein Mensch, ja? Aber trotzdem. Oh, der Philemon will ein Leckerli, einen Moment. Philemon? Ja, guck mal hier. Okay. Ja, bin ja kein Mensch, aber. Willst jetzt nicht auf die Probe stellen? Ich würde so gerne diesen Skimmer looten. Der hat safe zwei prächtige Batzen Fleisch dabei. Aber unsere Zeit wird noch kommen, keine Sorge. Unsere Zeit wird kommen. Race mal hier erstmal. Oh, da unten prügelt sich ein Garu mit irgendwas. Hoffentlich prügeln die den. Ein Garu hätte, glaube ich, 10 Fleisch dabei. Das wäre schon ziemlich neat für den Anfang. Ja, da hätten wir ordentlich Fleisch am Start. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, okay, doch. Sound ist an. Ihr hört's, oder? Ja, Sound ist an. Ah, stimmt. Wir haben ja Dingens geholt. Jetzt können wir gleich mal mit Steuerung. Shift, ja genau, mit Shift, Umschalt und Linksklick hier den Arzt anwählen, dann hauen wir uns das hier als Aufgabe rein, ist ganz cool, weil manchmal trickt sich das Game da ein bisschen selbst, ja, da liegt ihr zum Beispiel noch verwundet am Boden und bewegt euch gar nicht, weil irgendwie Gegner in der Nähe sind und ihr euch totstellt, aber trotzdem heilen die sich dann manchmal schon, also passiert nicht immer, ist mir aber schon häufig passiert und war schon häufig der Reason, auch wenn es ein bisschen so abusive ist, ja, weshalb ich übelst Glück hatte sozusagen und nicht hart auf den Sack bekommen habe. Hier, guck mal, wie lange ist der bewusstlos noch? Oh ja, perfekt. Da holen wir uns unser Fleisch. Können die sich da mal bitte verpissen? Oh, und da noch ein Knochenhund, das ist ganz schlecht. Außer natürlich, wir können ihn looten, um ihn zu essen. Das wäre ganz, ganz gut. Aber jetzt holen wir uns hier erstmal von dem Garu die 10 Fleisch und hoffentlich von dem auch. Oh no, oh no, oh no, wie man hier mit allem richtig hart. Warum ist hier eigentlich so viel los? Junge, hier wuselt's überall. Was geht eigentlich? Ich würde sagen, wir rennen hier kurz. Alter, come on, hier jetzt auch noch. Was ist mit euch? Kommt mal ein bisschen runter. Also ich würde schon echt gerne aus dieser Wüste raus. Ich kann es nicht anders sagen. Es geht hier einfach hart ab. Klar wäre es nicht schlecht, wenn wir hier verprügelt werden, dass wir versklavt werden und dann eben immerhin nicht direkt tot sind. Ja? Weil wenn uns jetzt was verprügelt, ist sehr likely, dass wir sowas hier kriegen. Ja? Hier irgendwie so ein Pfeilchen oder da. Dann wird es eben schlechter. Liegen wir am Boden, bewusstlos, können es selber nicht verarzten. Und wenn das jetzt nicht jemand macht, der uns versklaven will, uns da verarzten, dann würden wir da einfach räudig ins Gras beißen. Ja? Anders kann man es nicht sagen. Schlaf drüber, ich brauche dich morgen in guter Verfassung. Okay, die versklaven den gerade, oder? Ja, der wird ordentlich versklavt. Und wer ist das? Die Menschenjäger. Okay, die würden safe auch mich versklaven. Das heißt, da gehen wir gut ein Stück weg. Witzig, dass die Menschenjäger nicht diese Menschen hier jagen, ja? Wisst, wie das läuft? Die haben was, was die brauchen. Und zwar Goods. Ja, Tiere, glaube ich, in dem Sinne war das vorher, oder? Normale Tierhändler, ja, genau. Wie hoch ist denn jetzt unser Schleichen? Sag mal, ich habe die Musik angemacht. Und ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Und zwar. Hier, Häufigkeit Musik Minuten. Ne? Legt fest, wie oft Musik im Spiel gespielt wird. Stelle ich das jetzt hoch oder nicht hoch? Also klar, in Anbetracht aller anderen Regler hier, die nach oben mehr sind und nach unten weniger, würde ich sagen, dass oben schon mehr ist. Aber was bedeutet diese 20 dann? 20 Mal pro Stunde? 20 Minuten Musik in 20 Minuten?
Jedes 20. Mal, wenn ich Kenshi spiele? Keine Ahnung. I don't know, I don't know. Aber wir werden es schon bald hören. Irgendwann muss ja mal Musik gespielt werden. Ja, dann ich ganz schön meinen Kopfhörer drin. Denn wenn ich es über die Boxen laufen hätte, was ich sehr gerne gemacht hätte, würde es eine Rückkopplung über meinen Mic geben. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, das wäre natürlich schlecht. Entsprechend müssen wir damit leider leben. Wir haben es bald auf 40, was sick ist, weil wir dann im Ninja Run unterwegs sind. Im Idealfall zumindest. Der Arm dürfte das nicht beeinträchtigen und Ninja Run ist einfach der Shit. Leute, dann kommen wir vom Fleck. Das wird so cool. Hier noch ein bisschen mit den rumsneaken. 38, bald 39, sick. Und dann gönnen wir uns, wie es passiert, schön aus der Nähe. Ja, gehen hier mit unseren Leuten mit. Allerdings muss ich schon immer wieder gucken, aber was kommt da? Kopfgeldjäger. Ich habe kein Kopfgeld, aber vielleicht würden die mich trotzdem jagen. I don't know. Und ich will es eben nicht herausfinden. Hier Samurai, Vereinigte Städte. Samurai, all die haben schon gute Stats, Alter. Also da würden wir ordentlich ins Gras beißen. Vor allem, weil die alle mit Katana unterwegs sind und relativ hohe Stats haben, ist, wie ich es mal in irgendeinem Video, ich weiß gerade gar nicht mehr in welchem, ich werde es mal einblenden, wenn es mir später einfällt, mal angesprochen habe, die würden uns stunlocken, das kracht. Ja. Also Hits reinkommen, ins Taumeln geraten und während wir taumeln, kriegen wir schon den nächsten Hit, weil die einfach superior sind mit ihren Skills. Ja. Irgendwie hier mit 40, 50 werden wir nichts haben, da hätten wir keine Chance. So, jetzt müsste es eigentlich bald geschehen. Wo ist denn Schleichen? Hat man Schleichen nicht immer irgendwo gesehen? Schleichen minus 22, warum denn das? Verletzung. Ist es jetzt der Bauch? Oder ist es wegen dem Arm? Überlastung. Sind wir überlastet wegen der Rüstung schon? Wie viel wiegt die denn? 4 Kilo? Das überlastet uns. Wie viel wiegt das? Okay, 1 Kilo. Mittelschwer. Ja, Überlastungsrate 45%. Tatsache. Ja, komm. Ah. Ja. Let's lose. Hier, das würde ich gerne behalten, weil ich einfach noch proven will, ob es wirklich gelb ist oder nicht. Es wäre schon cool. Ja, das würde ich mir gerne gönnen. Ich muss hier gerade kurz ein bisschen für mein Auge ein bisschen Ordnung da reinbringen. Ja. Ist schade, dass das hier nicht aufgeht. Jetzt muss ich alle nochmal bewegen. Ja, sowas werdet ihr euch häufiger mit mir gönnen müssen. Da bitte ich um Verständnis und Geduld. Ich kann das nicht haben, wenn es da irgendwie komisch rumfleucht. So, okay, ja, dann werden wir hier weiter sneaken und zwar so richtig. Ein bisschen Schiss vor denen. Ja, gehen wir da mal ein bisschen drum rum. So. Zeige es. Die machen nichts. Oh, sie hat, glaube ich, einen Mantel. Ja, das wäre richtig wichtig. Solche Mäntel brauchen wir sehr, sehr dringend. Denn mit diesen Mänteln geht Säureresistenz einher, die natürlich außerordentlich wichtig wäre, um zum Beispiel hier durchs Totland durchzukommen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo auch noch Säuregebiete sind. Hier unten ist noch mal eins. Ich glaube, hier irgendwo ist Asche, Regen, sonst was Gefahr. Bin mir gerade nicht sicher, wie genau das noch mal hieß. Aber ist auf jeden Fall nützlich, finde ich, Säure-equipped zu haben. Auf jeden Fall, weil es auch einfach eine nervige Damage-Quelle ist. Ich meine, bei einem Staubsturm seht ihr dann halt schlechter und habt ein bisschen gelinderte Stats. Aber Säureregen damagt euch halt wirklich und dadurch senkt er die Stats ja ohnehin, ja, weil ihr dann ja quasi verletzt seid, indem ihr einfach nur da seid, wo ihr seid. Ja, das will natürlich niemand, das nicht zu empfehlen. Ich würde sagen, wir hauen hier die Zeit wieder hoch. Oh mein Gott! Alter! Alter, er hat von uns abgesehen. Warum? Ich dachte, es wäre rum. Der hat uns so die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Können die da mal weggehen? Ja. Alter, die hätten uns so versklavt. Die hätten uns hardcore versklavt. Alter, nicht so gierig. Guck mal, wie die über die herfallen. Kann ihm richtig nahe gehen. Okay, wir sneaken hier weiter. Ich will sneak relativ schnell sehr hoch. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wir werden das hier komplett abusen mit diesen Nomaden. Wir ziehen mit denen durch die Lande. Ich würde mal gerne wissen, wohin ziehen wir eigentlich gerade? Das ist jetzt die Frage. Ich würde eigentlich schon ganz gern vielleicht Richtung Küsten, ne, weil ich es hier in der Wüste echt unchillig finde. Einfach mal hier so ein bisschen rumgucken, was da so abgeht. Apropos, ich kann mich was, ich bin jetzt vorsichtiger, gell? Der Becher steht nicht mehr vor mir, in direkter Nähe meiner Tastatur, sondern da drüben, ja, wo er.
vor wilden Gestiken meinerseits in Sicherheit ist. Genau, deswegen. Fool me once, ja? Shame on you. Fool me twice, wisst Bescheid. Ja? Lass ich mich nicht zweimal foolen von dem Becher. Die zerlegen hier gerade Skimmer, das ist toll. Ich hoffe auch, dass sie eine Chance haben. Ist zwei Skimmer, zieht's euch rein. Die machen da kurzen Prozess mit so einer ganzen Horde. Ja, die würden uns so verhauen. Die würden uns so verhauen. Ja, wir müssen in dem Sinne unser Schleichen auf 60 ziehen. Ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, 40 reicht, dann sind wir im Ninja Run unterwegs. Aber wir brauchen den Ninja Run. Ja, ohne Ninja Run geht gar nichts. Und zwar wirklich nichts. Oh, das ist ein bisschen hässlich. Ja, man sieht dann da immer so schlecht. Was ist da los? Im St Perfekt. Perfekt, Junge. Der wird ja richtig ausgenommen. Ah, da liegen noch mal welche. Wie habe ich die denn gerade übersehen? Let's go, let's go. Let's go. Alter, die werden richtig ausgezogen. Die wurden schon. Entschuldigung. Die wurden schon ausgezogen. Ja, gute Sache. Also, was ist der Plan? Ja, dass wir da noch mal ein bisschen drüber reden können. Der generelle Let's Play-Plan, vielleicht hätte ich das am Anfang sagen sollen. Dammit, ja. Der generelle Let's Play-Plan sieht ein bisschen so aus. Ja. Ich werde dienstags immer zwei Episoden aufnehmen. Dann werde ich eine am Dienstag hochladen und eine immer am Donnerstag. Ja. Wann bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. Das wird genauso geschehen. Jetzt gerade ist Mittwoch und ich nehme erstmal nur eine Episode auf, weil ich heute leider nicht so viel Zeit habe. Werde die morgen hochladen, werde am Freitag dann nochmal eine aufnehmen und die dann eben für Dienstag ready haben, damit ich am Dienstag, wenn ich da wieder zwei aufnehme, dann im ewigen Fluss der Dinge bin, in dem Sinne, dass ich da dann quasi eine rausbringe, die ich am Freitag dann aufgenommen habe, und dann eben die nächsten zwei, also für den kommenden Dienstag und für den kommenden Donnerstag, andersrum. Maximal verwirrend. Ich glaube, ich hätte es nicht verwirrender erklären können. Es werden auf jeden Fall Dienstags- und Donnerstags-Episoden davon rauskommen. Ich bin gut gehypt. Ich sehe, hier hätten wir eine kleine Kupferressource. Das ist schön. Ich bin mir nur sehr sicher, dass ich hier nicht gern gesehen bin. Kann ich mir nicht vorstellen. Was wohnt hier denn? Samurai. Ja, Vereinigte Städte halt, gell? Würden die mich anbiefen? Das ist die Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage und die werden wir nicht lernen, ohne dass wir da hingehen. Das ist sehr schlecht, aber das Risiko müssen wir eingehen. Ich meine, wir müssen halt Cash machen und das wäre schön. Guck mal, hier mal richtig schöne Ressourcen in der Nähe und halt direkt stadtnah. Das wäre schon cool. Auch wenn hier Skimmer und so unterwegs sind, wäre eigentlich gar nicht schlecht, weil dann hätten wir ab und zu sogar so ein bisschen Food Supply, ja? In dem Sinne, dass halt die Skimmer ab und zu sterben. Genau. Was noch? Oh, mein Herz. Oh! Was macht er denn? Entscheide dich doch. Was ist mit ihm? Karawanenwache. Ja, macht er obviously seinen Job nicht, oder? Wo ist deine Karawane? Ja, oder war das die vorher getötet wurde? Das kann natürlich auch sein. Ja, ich würde die Episoden gerne immer circa so drei. Oh, wir haben schon 30 Minuten. Junge, geht das schnell. Ist wieder. Ja, ist halt Kenshi, gell? Immer sumpft halt straight rein. Alter, ich hätte gerade eigentlich übelst Bock weiter zu zocken, so. Ja, ich will eigentlich, dass die Episoden immer circa 30 Minuten dauern. Vielleicht ab und zu ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir gucken hier jetzt mal noch an die Stadt und schauen mal, was da abgeht, wie die uns gesonnen sind. Ja? Wenn es in eine Prügelei ausartet, sind wir hier jetzt mal frech und speichern. Ich muss ja eh speichern. Ja, die Episode ist ja bald rum, aber ich wollte eigentlich keine Saves anlegen, außer das, was einfach passiert. Ja? Wir wollen ja Durchtry haben. Wir wollen es ja wirklich packen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will ja wirklich. Ja, dass wir hier uns das Game nicht leicht machen, indem wir häufig speichern, Sachen wiederholt probieren, bis sie klappen und dergleichen. Machen wir nicht. Wir wollen die richtige Kenshi-Erfahrung haben. Entsprechend muss ich es jetzt einfach probieren. Ja, ich kann hier jetzt noch ein bisschen rumsneaken. Will eigentlich gerne mal wissen, wie hoch habe ich es denn jetzt mittlerweile? Gleich wäre es auf 40, trotz Mali. Das wäre nice. Komm, das machen wir noch schnell. Let's go. Gib mir, gib mir, gib mir. Muss doch jetzt langsam mal reichen hier, oder? Komm, komm. Das wäre so ein schöner Episodenabschluss. Sneak gleich mal auf, was weiß ich, wie viel zu haben. 51. Ah, come on. Ja, und Ninja Run? Nicht im Ninja Run.
Dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es echt auch nicht. Okay, wir gehen rein. Wir schauen uns an, was hier abgeht. Und, wie ist es? Habt ihr Beef mit uns? Kein Beef. Kein... Halt, Bürger, okay. Sofort anhalten, was ist der Grund deines Besuchs, Reisender? Ich mache nur Halt, ich bin ein Händler, ich bin zum Handeln hier. Ich zeige meine Wertschätzung, du bist ein Vorbild für alle Torwachen mit 2000 Cats, die haben wir gar nicht. Gibt es ein Problem, Officer? What seems to be the problem, Officer? Ja? Okay. Ja, ich bin ein Händler. Ich muss dich nach illegalen Gegenständen durchsuchen, bevor ich dich reinlassen kann, Reisender. Zeig mir deine Ausrüstung. Wir haben schon viel gestohlen, aber wir haben nichts von Samurais gestohlen. Weshalb ich sagen würde, klar, schon gut, ich verstehe das. Okay, sieht sauber aus, geh weiter. Let's go. Ja, und habt ihr es gesehen? Es war close, ja. Diese Sprechdingens war da nur sehr kurz. Wir haben ja auch maximale Geschwindigkeit drin gehabt. Hätte der jetzt was Wichtiges gesagt, und zwar irgendein Squad-Member, und wir hätten es nicht mitbekommen, dann hätten wir die Chance, dank der Mod Let's Talk It Again, ja, Let's Talk heißt die, glaube ich, einfach nur, das vielleicht in Zukunft nochmal zu lesen. Deswegen kann ich die nur ans Herz legen. In dem Sinne würde ich sagen, das war's mit der ersten Episode. Es hat mich hart gefreut, auch wenn es bis jetzt nicht sonderlich viel passiert, würde ich sagen. Und es passiert hier jetzt noch was richtig Dopes. Ja? Ihr könnt euch auf ein Outro freuen, wie es noch nie zuvor da war auf meinem Kanal. Ja? Also mich hat's so zerrissen, wie selten in meinem Leben. Wie dem auch sei. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ich bin richtig hyped und ich bin richtig froh. Sobald wir im Ninja Run unterwegs sind, wird es hier richtig vorangehen. Nochmal zu der Sache, wie ich es vorher gesagt habe, ich werde immer zwei Videos am Dienstag aufnehmen, die dann eben am kommenden Donnerstag und am kommenden Dienstag rauskommen, um dann an dem kommenden Dienstag, an dem das zweite der beiden am Dienstag aufgenommenen Episoden rauskommt, neue zwei Videos aufzunehmen. Also heißt das für die Zukunft, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Ideen für das Let's Play habt, solltet ihr mir quasi immer ein bisschen Zeit geben, darauf zu reagieren. Also wenn ihr quasi am Dienstag reinschreibt, ey, mach mal am Donnerstag das und das, wird das nicht klappen, weil die Folge für den Donnerstag ja quasi schon fertig ist. Ja? Das wird dann erst in der nächsten Woche umgesetzt werden. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja? Das wollte ich noch gesagt haben. Jetzt wird das hier wieder ein kranker 40 Minuten. Und ja. Wie dem auch sei, stay hydrated, stay Kenshi, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich bin mega hyped, auch wenn diese Episode nicht sonderlich viel passiert ist, aber wir haben gut Essen am Start, wir haben eine Waffe, die wir führen können, das ist sehr wichtig, ich lege die hier mal auf Waffenslot 1. Und wir haben schon ganz gut gelevelt, ja? Die Athletik auf 12, let's go, Schleichen 51, und die Stärke auf 2. Ja? Und mit diesem entlasse ich euch ins Outro. Hä? Abo? Abo? Abonnieren! Ja! Das wäre schon wichtig, Mann. Scheiße, wo ist der Abo-Knopf? Scheiße, wo ist der Abo-Knopf? Ich kann nicht abonnieren. Ich kann nicht abonnieren. Wo abonniere ich? Ich muss abonnieren. Abonnier jetzt! Ja! Das ist die Message! Yeah! Das Video war der Hammer! Wie immer! Yeah! Dieser P!